Sex, Verhütung und alles, was dazugehört, sind Tabuthemen in Afghanistan. In der Hauptstadt Kabul gibt es als Anlaufpunkt für junge Leute diese Klinik. Hier können sie sich anonym beraten lassen. Am Anfang trauen sich die Patienten kaum, über ihre Probleme zu reden. Wir sprechen freundlich mit ihnen. Wir stellen ihnen indirekte Fragen und dann fassen sie langsam Vertrauen. Afghanistan ist ein junges Land. 60% der Menschen sind unter 25. Doch Aufklärung oder Sex vor der Ehe sind tabu in dem muslimisch geprägten Land. Seit 2016 gibt es in Kabul mehrere Aufklärungsstellen auf Initiative des Gesundheitsministeriums. Auch telefonisch können sich Menschen in Not beraten lassen. Die Hotline 120 gibt es seit 2012. Unterstützt wird sie von den Vereinten Nationen. Bei den Anrufen geht es vor allem um sexuelle Themen, zum Beispiel Selbstbefriedigung. Bei den Mädchen und jungen Frauen geht es um Probleme mit dem Jungfernhäutchen, um Kinderhochzeiten oder um Gewalt in der Familie, sei es sexueller oder körperlicher Art. Hunderte Anrufe nehmen die Mitarbeiter hier täglich an. Doch nicht jeder im konservativen Afghanistan findet Aufklärung gut. Immer wieder gibt es Angriffe und Proteste gegen entsprechende Projekte.